warum kann ich es mir überhaupt leisten, dass ich solche Livestreams mache? Weil ich spreche jetzt in Zukunft sehr heikle Themen an. Feminismus, Politik, Business, Religion, alles Mögliche. Und dadurch werde ich natürlich sehr viele Kunden verlieren. Deswegen werden sehr viele Leute sagen, ich hasse KLS. Sehr viele Leute werden meine Produkte nicht mehr kaufen. Sehr viele Leute werden meine Dienstleistungen nicht mehr kaufen. Viele wollen nicht mehr bei mir arbeiten, Leute. Und wisst ihr was? Das ist mir halt alles, Gott sei Dank, komplett egal, weil ich selber mein eigenes Geld habe, ich bin finanziell frei. Und ob irgendjemand negativ über mich redet, ob irgendjemand meine Produkte nicht kaufen will, es ist mir komplett egal. Wenn ihr meine Produkte und Dienstleistungen kaufen wollt, dann gerne kauft sie, das sind eh die besten am Markt. Meine Consulting-Dienstleistungen sind die besten, meine Restaurants sind die besten, meine Online-Produkte sind die besten. Wenn ihr es kaufen wollt, ist es für euch sehr gut. Wenn ihr es nicht kaufen wollt, kauft es eben nicht. Ich werde nicht meinen Content und meinen Mund verbergen und meinen Mund schließen, nur weil jemand meine Einstellung nicht mag. Und ich werde nicht so eine Pussy sein, die seine Meinung nicht öffentlich vertritt, ohne Rückgrat, nur weil er mehr Geld verdienen will oder weil er keinen Gegenwind verspüren will. Und das ist schon mal die allererste männliche Eigenschaft. Echte Männer sagen ihre Meinung, egal ob sie Gegenwind bekommen. Echte Männer verdienen ihr eigenes Geld und werden finanziell frei. Und echte Männer verstecken sich nicht, wenn es darauf ankommt. Das sind schon mal die ersten männlichen Eigenschaften, die man braucht. Der Leon Bommer fragt gerade nach dem Uhrenpreis, so 200.000, 250.000 Euro für diese Uhr hier. Wenn jetzt unter den Zuschauern jemand dabei ist, der sich von uns beraten lassen möchte im Bereich Mitarbeitergewinnung, allgemein im Bereich, wie kann mein Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften, wie kann mein Unternehmen systematischer arbeiten und wie kann ich mich auch nach und nach mehr aus dem Unternehmen rausziehen, dann wende dich einfach bitte an diese Telefonnummer hier mit dem Betreff Beratungsgespräch. Also schreib an diese Telefonnummer per WhatsApp Beratungsgespräch und erwähne auch ganz kurz im Text, welches Video du gesehen hast, dann können wir das direkt zuordnen und dann werden wir ein Beratungsgespräch machen, wo wir eine Potenzialanalyse machen. Denn wir machen Folgendes, wir haben eine KMU-Formel und wir schauen uns da folgende Hebel an. Wir schauen uns da an Marketing, Vertrieb, Angebotsstruktur, also Produkt, Angebot, Preise, Positionierung und dann interne Prozesse, also interne Prozessdigitalisierung wie Buchhaltung, Datenverarbeitung, wie Projektmanagement, Software, also diesen ganzen Bereich. Und der letzte Punkt, den wir uns anschauen, ist das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterausbildung, Mitarbeiterhalten. Und dann schauen wir uns ganz genau an, wo gibt es bei dir im Unternehmen Probleme, wo gibt es Potenziale. Und unser Ziel ist es immer, innerhalb von einem Jahr 60% mehr Gewinn zu erzielen bei weniger Arbeitszeit und einen Plan, wie man sich nach und nach aus dem Unternehmen rausziehen kann und potenziell mal das Unternehmen später übergeben kann, verkaufen kann, franchisen kann oder automatisieren kann, dass man sich selber nach und nach aus dem Geschäft rauszieht. Und unser optimaler Zielkunde, du kannst auch gerne anrufen, beziehungsweise du kannst dich auch gerne melden, wenn du nicht unser optimaler Zielkunde bist, aber unser optimaler Zielkunde hat ca. 10 bis 100 Mitarbeiter, hat ca. 1 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz, und hat eher das Problem, dass er sogar Aufträge ablehnen muss, 6 bis 24 Monate ausgebucht ist, aber er einfach der Arbeit aufgrund von Mitarbeiter- und Systemstrukturen nicht nachkommt. Unsere Webseite ist auch unten verlinkt, unsere Unternehmensberatung mit weiteren Informationen. Ich hoffe, das Video war sehr informativ. Gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Clip.